Hochzeitskleider können ganz schön teuer sein und ihr wollt bald heiraten und habt keine Lust, mehrere hundert Euro dafür auszugeben? Dann bleibt jetzt dran, denn wir haben Online-Kleider bestellt für unter 100 Euro und testen die genau jetzt. Es ist Mai und die Hochzeitssaison steht kurz vor der Tür. Wir haben drei Kleider bestellt bei Zalando, bei About You und bei Mango. Und deswegen ist auch Anne hier. Genau, ich werde diese Kleider gleich anprobieren, werde gucken, wie sitzen sie, würde ich sie wirklich auf einer Hochzeit anziehen. Und das Beste daran ist, dass alle Kleider unter 100 Euro kosten. Dann legen wir mal los. Eure Meinung ist uns natürlich auch wichtig. Seid ihr bereit, über 100 Euro für euer Hochzeitskleid auszugeben oder spart ihr da auch ganz gerne? Schreibt es in die Kommentare. Das erste Kleid, das wir für euch testen, ist von About You, kostet 99,90 Euro und den Link packen wir euch natürlich in die Infobox. Anne, das ist dein Part. Und wo ist eigentlich Lisa? Na, das sieht ja schon mal ganz ordentlich aus, Anne. Wie fühlt sich's denn an? Also so fühlt sich's gut an. Die Qualität ist eigentlich auch voll in Ordnung. Es ist bodenlang, ich bin ungefähr 1,72, das sollte man vielleicht noch beachten. Und das Coole ist, es ist nicht durchsichtig. Also man hat quasi drei verschiedene Lagen. Also könnt ihr euch, was Unterwäsche angeht, dann einfach austoben. Ich fummel jetzt mal ein bisschen an die rum. Der Stoff fühlt sich erstmal gut an, also man merkt, finde ich, es ist kein unendlich qualitativ hochwertiger Stoff, aber für einen Tag tragen, denke ich, ist es ganz angenehm. Würdest du es an deiner Hochzeit anziehen wollen? Ich finde, es ist ein schönes Hochzeitskleid, trägerlos ist in, es ist ein Klassiker, also ja, schon immer gewesen. Was man allerdings beachten muss, ist es obenrum wirklich sehr, sehr eng. Bestellt euch mehrere Größen, damit ihr nicht wie ich hier steht und halt einen halb offenen Rücken habt. Und jetzt kommen wir zum zweiten Kleid, bestellt bei Zalando. So, jetzt fehlt nur noch Lisa. Kleid Nummer 2 von Zalando für 99,95 Euro. Anne, wie fühlst du dich? Eigentlich ganz gut. Also ist halt auch mit Spitze, liegt total im Trend. Sieht man immer mehr, auch mit den langen Ärmeln. Ja. Sind halt auch hier halb durchsichtig. Was ich aber sagen muss, die Arme kratzen ein bisschen, aber ich glaube, irgendwann ignoriert man das auch einfach. Ja. Und es hat einen wunderschönen Rücken. Das stimmt. Ansonsten ist auch das hier sehr eng, also passt bitte auch hier auf beim Bestellen. Lieber zwei Nummern bestellen, aber ansonsten ist es, wenn ich nicht viel Geld ausgeben möchte, ist es eine gute Alternative. Was mir jetzt gerade auffällt, es verliert hier schon so den einen oder anderen Faden an der Spitze. Ich meine, den kann man im Zweifel abschneiden, wer weiß aber, was sich dann sonst noch so auflöst tagsüber. Aber so ist es ein schönes Kleid, also die Tattoo-Spitze sieht super aus, Anne kann es natürlich auch tragen. Aber nee, ich finde für unter 100 Euro ist es ein schönes Kleid. Und gerade wenn man vielleicht nicht so groß oder so super festlich feiern möchte, finde ich das absolut eine Alternative, bevor man da mehrere 100 Euro für ausgibt. Anne, zeig doch mal den wunderschönen Rücken. Ja, also es ist halt hier offen, hat nochmal diese Spitzenverarbeitung, wie gesagt, ein paar Fäden gehen schon so ihren eigenen Weg. Aber es hat einen sehr, sehr schönen offenen Rücken und ein schöner Rücken kann auch entzücken. Das war das zweite Kleid und jetzt kommt was Besonderes für euch, nämlich ein weißer Einteiler. Und jetzt kommt Lisa. Ein Einteiler von Mango für 59,98 Euro. Was anderes, was moderneres, was mutiges und was für die Frau, die vielleicht nicht unbedingt eine Prinzessin sein möchte. Wie fühlst du dich darin, Anne? Unfassbar gut. Ohne Witz, es ist ganz, ganz leicht. Der Stoff fühlt sich ganz, ganz fabelhaft an. Man kann essen, ohne dass es drückt. Stimmt. Wirklich für die Frau, die es halt wirklich etwas lockerer mag und trotzdem einen super Auftritt hinlegen möchte, ist dieser Einteiler nur zu empfehlen. Ja, also der Stoff fühlt sich wirklich super an. Es ist auch nichts durchsichtig. Gerade mit coolen Schuhen und Schmuck kann man das noch richtig schön aufwerten. Ist vielleicht auch was für die Braut, die sich zwischendurch mal umziehen möchte. Doch, finde ich, macht was her, hat einen schönen, leichten, modernen und coolen Look. Anne, Zeit für dein Fazit. Was war dein liebstes Kleid? Tatsächlich das, auch wenn es kein Kleid ist. Es ist ja luftig, auch wenn es heiß wird. Man kann essen, man kann sich bewegen und es fühlt sich wirklich sehr, sehr gut an. Also wer es sich traut, sollte das unbedingt nehmen. Und was hat dich eher ein bisschen enttäuscht oder hat dir nicht so gut gefallen?
Enttäuscht hat mich ein bisschen das Kleid von Zalando, okay, weil die Qualität wirklich nicht so gut war. Im Gegensatz dazu war das von About You halt noch wirklich gut. Also es hatte sich viel, viel besser vom Stoff her angefühlt. Beide aber halt relativ eng, deswegen lieber eine Nummer größer bestellen, doch nochmal ein paar Euro für einen Schneider investieren, um halt die Größe wirklich zu ändern, damit ihr weder die Luft anhalten müsst, noch halt irgendwie rumrennt, als hättet ihr einen Sack an. Okay, und unterm Strich würdest du sagen, Hochzeitskleider für unter 100 Euro kann man mal machen? Kann man auf jeden Fall machen, wenn man nicht sehr viel Geld ausgeben möchte und vielleicht auch ein bisschen recherchiert und guckt, was einem so gefällt, kann man auf jeden Fall Hochzeitskleider für unter 100 Euro kaufen. Cool. Das war unser Test für Hochzeitsoutfits unter 100 Euro. Was sagt ihr? Sollte man in den Tagen ein bisschen sparen oder kann man ruhig mal tiefer in die Tasche greifen? Wir sind gespannt. Schreibt es uns in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns das Ja-Wort und drückt auf Gefällt mir oder abonniert unseren Kanal. Bis zum nächsten Mal.